Hallo ihr Lieben. So, die erste Liposuktion am Oberschenkel ist jetzt ja fast 7 Wochen her. Die letzten Nächte habe ich mich ja wieder mit Schmerzen rumplagen müssen. Nicht die typischen Lipödem-Schmerzen, so wie ich sie seit Jahren kenne. Und ja, lange Zeit, bis ich die Diagnose bekommen habe, gar nicht wirklich zuordnen konnte, ja, und halt dachte, Mai, du bist halt übergewichtig und wenn du mal ein paar Meter zu viel läufst, dann tut dir halt gleich alles weh. Das ist halt der Tribut davon, übergewichtig zu sein, dachte ich zumindest, jahrelang. Ja, da lag ich falsch, aber woher hätte ich das wissen sollen, ja? Aber die Schmerzen, die ich in den letzten Nächten habe, ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Mir tun jetzt auch nicht die Unterschenkel oder irgendwie so in der Richtung weh, sondern halt wirklich meine Oberschenkel und halt da, wo ich operiert wurde, ne? An der Vorderseite und halt auch an der Innenseite der Oberschenkel. Und egal wie ich mich lege, egal wie ich mich drehe, ob mit oder ohne Keilkissen, ob mit oder ohne Kompression, ich habe auch schon meine Flachstrick-Kompression probiert. Ach Gott, ist die unbequem. Meine Herren, ach nee, danke. Obwohl ich sagen muss, sie rutscht an den Oberschenkeln, sie sitzt nicht mehr richtig. Logisch, ich habe pro Oberschenkel 4 cm an Umfang verloren seit der Operation. Ich weiß nicht genau, welche Maße ich hatte, als ich die Kompression bekommen habe. Das müsste Anfang diesen Jahres gewesen sein. Da hatte ich auch noch ein paar Kilo mehr wie jetzt. Und hatte auch noch ein bisschen mehr Umfang. Also braucht man sich nicht zu wundern, dass die Kompression halt einfach nicht mehr richtig sitzt und dementsprechend rutscht und dann halt auch unbequem ist. Also, aber zum Tragen der Flachstickkompression werde ich in den nächsten Monaten sowieso nicht kommen, weil nach den Operationen muss ich immer die Kompression tragen, die ich von der Klinik bekomme. Und das ja mindestens 2 Monate lang. Nach 3 Monaten ist dann die nächste OP jedes Mal schon wieder dran. Und die letzten 2 Wochen vor der nächsten Operation darf ich keine Kompression tragen. Also immer 2 Wochen vor einer Liposuktion darf man keine Kompression tragen, damit sich halt einfach, ja, ich weiß nicht, dass das Fett und das irgendwie alles richtig setzt oder wie auch immer, damit die Absaugung halt besser und unkompliziert funktioniert. Und das war ja bei mir auch jetzt der Fall bei der ersten OP, dass die Ärzte das sehr gelobt haben, dass die Operation bei mir sehr unkompliziert verlaufen ist, was aber wohl auch an meinem enormen Muskelanteil in den Beinen liegt. Ja, jetzt werden einige von euch lachen. Ich war auch sehr überrascht, als ich das gemerkt habe, oder was heißt gemerkt, als ich das gemessen habe, sagen wir es mal so. Und zwar habe ich vor 1, 2 Wochen nicht nur mein Gewicht gemessen, also gewogen und auch meine Maße wieder gemessen, sondern ich habe schon seit längerem eine Waage, die ich aber nie wirklich benutzt habe, die halt auch den Körperfettanteil und den Wasseranteil, das Gewicht der Knochen und den Körpermuskelanteil herausrechnen kann. Und da hat sich herausgestellt, der Wasseranteil ist bei mir im Normbereich, also ganz normal. Das war früher, als ich die Waage das erste Mal benutzt habe, als ich die mir gekauft habe, auch nicht so. Da hatte ich viel zu wenig Körperwasseranteil. Körperfettanteil, ja klar, braucht man nicht drüber zu reden, habe ich immer noch zu viel. Was wahrscheinlich aber auch klar irgendwo dem Lipödem geschuldet ist. Und ja, Knochen, meine Knochen wiegen nur 3, noch was Kilo. Ist gar nicht so viel. Also, ich hätte irgendwie gedacht, die Knochen würden mehr wiegen wie nur so, also noch nicht mal 5 Kilo, ne? Aber ich wiege aktuell so zwischen 90, 91 Kilo. Das heißt, seit der Operation habe ich jetzt gute 42 Kilo verloren. Wenn man von meinem Höchstgewicht ausgeht, was ich schon hatte vor der Operation und bevor ich angefangen habe mit Ernährungsberatung und alles umzustellen und bevor ich meine Diagnose bekommen habe und so weiter, habe ich seitdem insgesamt rund 50 Kilo verloren. Und das bei 1,63 m. Das heißt, klar, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Das ist immer noch viel zu viel, obwohl ich von vielen Leuten gesagt bekomme, wie du wiegst 90 Kilo.
Das sieht aber gar nicht so aus. Du siehst aus, als würdest du viel weniger wiegen. Ja, jetzt sehe ich, jetzt werde ich nicht nur 10 Jahre jünger geschätzt, jetzt schätzt man auch, dass ich weniger wiege, wie es tatsächlich ist. Naja, umso besser für mich. Aber es ist tatsächlich so, da braucht man uns nicht drüber zu streiten. Eigentlich müssten für meine Körpergröße von dem Gewicht, was ich jetzt habe, noch 30 Kilo weg, damit ich mein Idealgewicht habe. Das werde ich wahrscheinlich aber nicht schaffen. Die Ärzte, die die Magenverkleinerung gemacht haben, haben schon zu mir gesagt, stellen Sie sich darauf ein, dass Sie sich bei rund 10 Kilo mehr einpendeln werden, als Sie sich eigentlich wünschen oder vornehmen würden. So ist es meistens bei den Operierten. Das heißt, bei mir wird sich es höchstwahrscheinlich so um die 70 Kilo einpendeln, hoffe ich. Das ist ein Gewicht, mit dem ich auch leben kann bei 1,63. Dann komme ich halt nicht um die Ecke geklappert. Das bin ich noch nie. Auch vor dem ganzen Ausbruch der Krankheit war ich nie eine prima Ballerina, aber ich hatte halt eine ganz normale Figur mit einer Konfektionsgröße von 38, 40. Aktuell bin ich bei 40, 42, zumindest oben. Bei den Hosen schwankt so zwischen 42 und 44. Aber man sieht, es geht auch da in die richtige Richtung. Und es ist bei Weitem nicht mehr so ein großer Abstand zwischen der Konfektionsgröße an den Beinen und an der Konfektionsgröße oben. Ja, also das war ja vorher utopisch, der Unterschied, der da geherrscht hat. Aber bei meinen 90, 91 Kilo, die ich habe, wäre eine Muskelmasse für mein Alter und für meine Größe von rund 18 Kilo, wäre die Muskelmasse schon sehr viel. Aber ich bringe tatsächlich eine Muskelmasse von über 22 Kilo mit. Das heißt, überdurchschnittlich viel. Und das ist ja gut, denn je mehr Muskeln man hat, desto schneller kann Fett verbrannt werden, desto besser kann Fett verbrannt werden und hilft einem halt auch dann wieder beim Abnehmen. Ne? Das ist ja so immer der Teufelskreis, wenn man abnehmen möchte. Und wenn man da schon ein paar Jahre Erfahrung hat, so wie ich, und schon ein paar Ernährungsberatungen und so weiter hinter sich hat, dann weiß man, nur die Ernährung umzustellen, hilft halt leider nicht. Ja, es hilft viel, ja, wenn man anfängt, mehr zu trinken, bessere Sachen zu trinken, das heißt, Kaffee, Tee, Wasser und sowas wie Softdrinks oder Alkohol am besten ganz wegzulassen oder auch Säfte. Oder halt nur noch ganz, ganz selten mal zu sich zu nehmen, so wie ich jetzt auch. Nach der Liposuktion hat es mich irgendwie des Öfteren nach Cola gejuckt. Ich kann euch nicht sagen, warum. Aber da habe ich ja eh gegessen wie ein Scheunendrescher. Also von daher wundert mich das gar nicht mehr. Ja, das hat mittlerweile wieder einigermaßen nachgelassen, obwohl ich doch merke, ich esse schon einiges mehr wie noch vor ein paar Monaten. Aber das war ja zu erwarten. Nach der Magenverkleinerung, dass sich das irgendwann auch wieder so ein bisschen einpendelt. So zum Beispiel ein Brötchen. Gestern habe ich mir zum Beispiel ein Brötchen gemacht mit Salat und mit Thunfisch und so ein bisschen Gurke und so. Und da muss ich euch sagen, da hätte ich noch vor ein paar Monaten definitiv nur die Hälfte geschafft und hätte dann die andere Hälfte ein paar Stunden später essen müssen, quasi als Zwischenmahlzeit oder als zweite Mahlzeit, so wie ich das bei mir immer handhabe mit Frühstück und zweitem Frühstück, weil ich morgens immer nicht so viel reinkriege. Mittlerweile schaffe ich die Semmel in einem Ritt. Ich bin danach zwar wirklich richtig satt und brauche auch nichts mehr für ein paar Stunden, aber das hätte ich noch vor ein paar Monaten so nicht geschafft. Also merkt man schon, jetzt hat sich wieder ein bisschen eingependelt, obwohl ich ganz genau weiß, vor der Magenoperation wäre ich von einer Semmel nicht satt gewesen. Muss ich euch ehrlich gestehen. Also bei weitem nicht so, wie ich jetzt halt satt bin nach der Semmel. Ne? Also merkt man schon, ja, es ist noch ein Unterschied. Man kann es definitiv nicht vergleichen. Wenn ich jetzt in die Wirtschaft gehen würde und die würden mir da einen normalen Teller Essen hinstellen, das könnte ich also im Lebtag nicht schaffen. Ne? Das müsste ich auf 3, 4 Portionen aufteilen, bis ich dann damit fertig bin, während jeder andere normale erwachsene Mensch das in einem Ritt essen würde und sagen würde, nimm, nimm, lecker war's, 4 Stunden später habe ich wieder Hunger. Ja, das geht bei mir nicht so. Also merkt man schon, die Magenverkleinerung zollt nach wie vor ihr Tribut. Aber das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache und das ist für mich auch okay. Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse, bevor ich das habe machen lassen, auch mit den Supplementen, dass ich bis an mein Lebensende supplementieren muss.
Und ja, ansonsten habe ich zum Glück mit keinerlei Einschränkungen zu kämpfen. Also keine Schmerzen oder Sodbrennen oder irgendwie sowas in der Richtung. Oder dass ich jetzt irgendwas nicht vertragen würde. Ja, irgendwann vor ein paar Wochen hatte ich mal Sodbrennen. Da habe ich auch einfach echt, an dem Tag habe ich es echt übertrieben. Da habe ich wirklich zu fettig gegessen und dann noch eine Cola getrunken. Und damit habe ich meinen Magen dann halt echt den Rest gegeben. Da war ich halt wirklich selber dran schuld. Aber so ist das halt manchmal, ne? Daraus lernt man halt dann auch wieder. Ja, also wie gesagt, in letzter Zeit habe ich wieder vermehrt Schmerzen in den Beinen. Ich denke, das liegt halt auch einfach an den Verhärtungen. Und da habe ich mich gestern im Internet mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar, weil ich halt Angst hatte, vielleicht ist das nicht normal, vielleicht muss ich wieder in die Klinik, vielleicht muss ich punktiert werden. Weiß der Geier was, ja? Ich meine, ich habe ja keine Medizin studiert. Woher soll ich es wissen, ja? Und habe daher ein bisschen im Internet geguckt und habe dann gesehen, ja, bei einer Liposuktion kommen danach zuerst die Schwellungen und danach kommen die Verhärtungen. Das heißt, an den Stellen, an denen das Fett abgesaugt wird, muss man sich das halt dann so vorstellen. Ich meine, die Fettzellen, die sind halt dann leer, die sind nicht mehr gefüllt. Das muss der Körper erstmal verarbeiten. Dann ist da ja Haut, die plötzlich hängt, die lose ist, weil da vorher enorm ausgedehnte Fettzellen waren in meinem Fall aufgrund des Lipödem. Deswegen hat das auch nichts damit zu tun mit einer normalen Fettabsaugung, weil da sind ja die Fettzellen nicht so übermäßig ausgedehnt bis zum geht nicht mehr wie bei dem genetischen Defekt des Lipödems. Denn da passiert es ja, dass der Körper ganz genau registriert, die Fettzelle, die ist schon voll. Da passt nichts mehr rein. Das ist dem Körper aber egal. Das Gehirn gibt dem Körper falsche Signale und sagt, ist egal, speichere weiter das Fett ab. Egal, was die zu sich nimmt, egal, was die isst, wir speichern das alles ab, was geht. Und das kommt alles in die Fettzellen weiter rein. Und die Fettzellen wachsen und wachsen und wachsen und wachsen und dehnen sich immer weiter aus. Obwohl ein gesunder Körper, ein gesunder Frauenkörper ohne Lipödem längst gemerkt hätte, da geht nichts mehr. Jetzt ist Schluss. Wir können in der Fettzelle nichts mehr speichern. Wir müssen woanders anfangen, Fett zu speichern. Aber das ist halt bei Lipödem-Patienten nicht so. Das heißt, die Fettzellen dehnen sich immer mehr aus und das verursacht dann natürlich Schmerzen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, wenn sich da Fettzellen immer weiter unter der Haut ausdehnen, die drücken auf die Haut, die drücken auf die Venen, die drücken auf die Nerven, die dort liegen. Ja, und das verursacht diese typischen Lipödem-Schmerzen. Und das ist natürlich, wenn es warm ist und die Beine oder andere Gliedmaßen sowieso anschwellen aufgrund der Hitze, ja, dann wird das natürlich noch viel, viel schlimmer für Lipödem-Patienten. Ja, nur um das mal so zu erklären, ja, was ist da eigentlich der Unterschied zu normalen Fettzellen und zu Lipödem-Fettzellen? Ja, und wenn ich die dann natürlich aussauge, diese Fettzellen, die bis zum geht nicht mehr überdehnt sind, dann ist es klar, dass da ein Haufen Haut und Gewebe übrig bleibt, was durch die Gegend flattert. Ich habe ja schon mal das Beispiel gebracht mit der Flugzeugturbine und dem Flughörnchen. aber ich habe das Gefühl, selbst jetzt nach 7 Wochen wird es schon etwas besser. Also es geht in die richtige Richtung. Ja, die Haut ist immer noch locker. Und ich merke bei jedem Schritt, den ich gehe, die Erschütterung, dass die Haut sich halt bewegt, dass das Gewebe darunter locker ist. Das ist auch das, was ich zu meiner Physio vor ein paar Wochen gesagt habe. Ich habe das Gefühl, da war das auch noch viel stärker, wenn ich aufstehe, dass das alles so zusammenklebt in meinen Beinen. Und wenn ich ein bisschen gelaufen bin und mich ein bisschen bewegt habe, dann habe ich das Gefühl, das lockert sich innerlich auf. Und der Schmerz ist nicht mehr so schlimm. Das ist jetzt nicht mehr so extrem wie noch vor ein paar Wochen, aber ich merke das immer noch. Dieses komische Gefühl von, da würde innen was zusammenkleben. Und genau so ist es auch tatsächlich, weil diese Fettzellen leer sind und das Bindegewebe, was ausgedehnt wurde, sich zurückbildet, die Haut, die ausgedehnt wurde, sich zurückbildet und durch das Fettabsaugen werden ja die Zellen und das Bindegewebe
verletzt ohne Ende, wie man ja an meinen Beinen und an den Fotos, die ich gepostet habe, wunderbar sehen konnte. Ja. Ich war ja grün und blau bis zum geht nicht mehr. Selbst jetzt habe ich noch ein bisschen Hämatome, also man sieht es immer noch. Und dieses kaputte Gewebe muss halt jetzt heilen und wieder zusammenwachsen. Und das ist genau dieses Gefühl, was ich habe. Und das ist genau das, warum ich aktuell, und das halt verstärkt nachts, wenn der Körper dann zur Ruhe kommt, so wie man das dann immer so schön kennt, solche Schmerzen habe, die dann dafür sorgen, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Und wenn dann um 5:30 der Wecker klingelt und ich soll ins Büro gehen, dann muss ich halt sagen, Leute, keine Chance. Ich bin total fertig, habe die ganze Nacht kein Auge zugekriegt vor lauter Schmerzen. Das ist, ich finde es sehr belastend. Aber das ist halt aktuell die Situation. Was soll ich machen? Ja, und ja, das ist der Stand ist meines Gesundheitszustands. Aber es wird besser, es geht in die richtige Richtung. Diese Verhärtungen und Verklebungen vom Gewebe, die wieder zusammenwachsen und heilen müssen, dauern übrigens bis zu 3 bis 6 Monate. Das heißt, das wird sich jetzt noch ein paar Wochen hinziehen, bis das ordnungsgemäß verheilt ist. Und dann habe ich ja schon wieder die nächste Operation vor mir. Ne? Am 9. November ist die nächste Liposuktion, wo ich ja noch abklären muss, wie das dann abläuft. Zwecks der Unterschenkel, ob da die Krankenkasse die Operation komplett übernehmen wird oder ob es wirklich dazu kommen wird, dass ich einen Teil selber tragen muss. Das bleibt spannend, das ist noch nicht geklärt. Ja, dann habe ich euch in meinem letzten Video ja erzählt, dass ich auf das Ed Sheeran-Konzert gehe am Samstag hier in München. Ja, da war ich auch und es war super toll. Die Show, die Bühne, Wahnsinn, der Typ hat es einfach echt drauf, das muss man einfach so sagen. Er ist echt eine One-Man-Show und ein One-Man-Entertainer, aber wirklich super. Es hat geregnet am Samstag, ich saß zum Glück überdacht, aber die Bühne war klitschnass. Dann hat auch irgendwann angefangen, die Technik rumzuzicken, weil er da halt wirklich im strömenden Regen auf der Bühne stand und trotzdem seine Show durchgezogen hat. Und er hat das wirklich mega locker genommen, als dann die Technik auch gestreikt hat und plötzlich war die Musik weg. Er war weg. Es ging gar nichts mehr, aber das hat er wirklich gut gemeistert. Und dann habe ich am Sonntagabend von einem langjährigen Freund eine Sprachnachricht bekommen, wo er meinte, jetzt bin ich aber schon ganz schön neidisch auf dich, dass du Ed Sheeran gesehen hast und ich nicht. Und daraufhin habe ich dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt, habe gesagt, dir ist schon klar, dass der morgen nochmal auftritt hier in München. Er ist ja 3 Tage hintereinander aufgetreten, Samstag, Sonntag, Montag. Und dass es dafür auch noch Karten gibt. Ja, wie meinte er dann? Konzert ist doch komplett ausverkauft, sage ich. Ja, offiziell schon. Aber auf Fansale gibt es noch vereinzelt Karten, wo die Leute halt aus welchen Gründen auch immer nicht kommen können und die verkaufen wollen. Das Ganze läuft im Hintergrund über Eventim, also da braucht man auch keine Angst zu haben, dass man da irgendwie was Gefälschtes kauft oder so. Ne? Das ist wirklich alles sehr, sehr easy. Und dann haben wir überlegt, so, ach komm, mach mal. Und dann bin ich am Montag mit dem ja langjährigen Freund von mir tatsächlich nochmal aufs Ed Sheeran-Konzert gegangen. Total ausgeflippt, aber mega war's. Die Bilder, die Videos, alles, was ich gemacht habe während der Konzerte, findet ihr auf meinem Instagram-Account. Den habe ich ja auch hier in meinem YouTube-Channel verlinkt. Auch die Festivals, auf denen ich war und so weiter, das findet ihr alles in den angehefteten Stories in meinem Instagram-Account. Auch auf meiner Website habe ich ein paar Vorher-Nachher-Bilder hochgeladen und auch, wie ich es schon mal angekündigt habe, Bilder von Essen von mir, Rezepte und so weiter. Ja, weil ansonsten die ganzen Vorher-Nachher-Fotos so, das möchte ich ehrlich gesagt erst machen in einem Video und das alles zusammenschneiden, was ja doch ein bisschen Aufwand ist, wenn ich halt wirklich alles hinter mir habe, ja, das heißt die Liposuktion, die Hautstraffungen, wenn das wirklich alles vorbei ist und man wirklich so ein Vorher-Nachher-Bild hat, so kurz nach der Diagnose,
kurz nach der Magenverkleinerung, dann die Liposuktionen, ja, dieses ganze vorher, nachher, das möchte ich halt dann wirklich erst später komplett machen, obwohl ihr, wie gesagt, vorher, nachher Fotos auch jetzt schon auf meiner Website und auch auf meinem Instagram-Account in den jeweiligen Stories zu dem Thema findet. Das heißt Lipödem, erste Liposuktion und so weiter und so fort. Ja, ansonsten geht es mir den Umständen entsprechend gut. Nächste Woche fliege ich nach Dänemark zu meinem Freund. Das wird mir ganz gut tun, da mal ein paar Tage auszuspannen und wieder bei ihm zu sein, weil ihr könnt euch das vielleicht denken. Ja, heutzutage gibt es Skype und soziale Medien, worüber man tagtäglich ohne Probleme Kontakt halten kann, aber trotzdem ist das halt einfach nicht dasselbe, wie wenn man seinen Partner jeden Tag bei sich hat, nach der Arbeit nach Hause kommt, mit seinem Partner gemeinsam essen kann, gemeinsame Unternehmungen machen kann. Das ist halt einfach nicht dasselbe, wenn derjenige halt einfach mal über 1000 Kilometer weg lebt. Ja. Was mich aber trotzdem nicht daran hindert, an der Sache festzuhalten, definitiv nicht. Wie gesagt, ich freue mich darauf, nächste Woche dann mal ein bisschen ausspannen zu können, wieder bei ihm sein zu können. Und da werde ich auch wieder fleißig Fotos machen und werde die dann auch wieder auf Instagram entsprechend posten. Also dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne Zeit und ja, ich melde mich bei euch, sobald es was Neues gibt oder wenn ich dann aus Dänemark wieder zurück bin, schauen wir mal, wie ich es schaffe. Ja, haltet die Ohren steif und ich freue mich über die über 200 Follower, die wir mittlerweile erreicht haben. Das ist echt für mich wieder so ein neuer Meilenstein. Total verrückt, ja, dass mir über 200 Leute folgen. Das habe ich noch gar nicht wirklich realisiert. Das ist für mich so ein bisschen surreal, muss ich ehrlich gestehen, ne? Weil klar, wenn man sich andere Leute auf YouTube anguckt, sind 200 Leute natürlich nicht allzu viel. Aber wenn ich jetzt bedenke, 200 Leute hier bei mir in der Butze stehen zu haben, die sich anhören, was ich zu sagen habe, wenn man dann den Vergleich wieder macht, ist das natürlich was anderes und ich freue mich riesig über jeden Einzelnen, der mir folgt, über jeden einzelnen Kommentar. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwas unter den Nägeln brennt, lasst es raus, fresst es nicht in euch rein. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und danke für so viele Follower.